Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Heute mal aus einem der größten Tropenhäuser oder Gewächshäuser des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich, Herr Dr. Götze, wollten wir uns heute treffen da draußen auf dem Alpinum, aber es geht irgendwie heute nicht, weil Wind und so. Deswegen sind wir heute mal in diesem schönen 85.000 Grad heißen Tropenhaus. Botanischer Garten Rostock. Hier kommt man nicht so einfach rein. Warum nicht? Ja, also das ist ja kein Schaugewächshaus, sondern es handelt sich um eine Einrichtung für Forschung und Lehre in erster Linie. Das heißt, die Universität, die Träger der Einrichtung ist, die gibt kein Geld für eine Stelle, für eine Aufsichtsperson hier, denn die braucht man, weil so gewisse Mitnahmeeffekte bei Besuchern durchaus immer wieder zu beobachten sind in botanischen Gärten generell. Das haben wir auch im Freigelände. Und wenn sich die Leute völlig unbeobachtet fühlen, ist nicht so gut. Und manches ist sehr schwer bis gar nicht wieder zu beschaffen. Deswegen muss man da ein bisschen genau sein. Das heißt, die Öffnungszeiten richten sich nach den Arbeitszeiten der Gärtner. Wenn die dabei sind, dann darf man rein. Aber dennoch bietet ihr natürlich Führung an für Schulklassen und so weiter, oder? Seit Corona ist eigentlich der Bedarf oder die Nachfrage noch deutlich gewachsen. Und wir haben Schwierigkeiten, die Nachfrage wirklich zu 100% zu bedienen. Also wir bräuchten eigentlich mehr qualifizierte Leute oder Leute, die qualifiziert für Kinder, Jugendliche, die entsprechenden Inhalte rüberbringen können, beziehungsweise sie anleiten können, begeistern können und so. Das betrifft nicht nur die Gewächshäuser, sondern auch Themen im Freigelände. Winter, also Winter und botanische Garten. Was kann man hier erleben, außer die immergrünen Koniferen? Ja, da ist darauf hinzuweisen, dass doch im Grunde sich die Natur ständig ändert, ständig im Wandel begriffen ist. Da das sich um eine Bildungseinrichtung handelt, wollen wir ja auch botanisch Interessierten die Pflanzen in allen Lebensstadien präsentieren. Lebensstadien sind auch die abgestorbenen, wenn im Herbst eingezogen wird, aber noch die Stängel zum Teil mit Blättern stehen bleiben. Zum Beispiel hinten haben wir Gräser, die sind 3-4 Meter hoch, die stehen da rum, sind ganz braun, aber erstens sieht man dann, also für Botaniker, woran kann ich die jetzt noch erkennen, wenn ich sie irgendwo im Ernstfall identifizieren müsste draußen? Gut, das müssen ja die wenigsten, ne? Und zum anderen hat das auch wirklich einen wesentlichen ästhetischen Wert. Geht es jetzt um die Kultur- und Veranstaltungstipps aus dem ganzen Land. Und falls Sie das Thema botanische Garten und tropisches Gewächshaus, jetzt regnet das hier runter, ist ja auch normal, interessiert, bleiben Sie einfach dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Neues aus dem Ateliertheater Rostock. Hier ist derzeit ein Schauspiel nach dem Roman Eine Frau von Annie Ernaux auf der Bühne zu sehen. 13 Tage nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1986 schreibt die französische Schriftstellerin ein schmerzhaftes Requiem. Die Nobelpreisträgerin für Literatur 2022 blickt auf das Leben ihrer Mutter, die Zeit ihres Lebens darum kämpfte, ihren sozialen Status zu erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter gelang dies, wodurch eine unüberbrückbare Distanz zwischen den beiden entstand. Die Regisseurin Sarah Kurze entwickelte gemeinsam mit dem Ensemble eine Bühnenfassung des Romans. Ab dem 30. Januar eröffnet das Experimentarium in Zingst wieder seine Türen. Nach der Renovierung können Besucher 4 neue Versuchsstationen erleben. Das Drehimpulskarussell, der Soma-Würfel, der Reaktionstest und der Handlungsreisende laden zum Mitmachen ein. Zur Feier des 20. Geburtstages des Hauses am 1. Juni wird es über das Jahr verteilt 20 Aktionen geben. Los geht es am 30. Januar mit dem kostenfreien Workshop Warum immer ich? Hier können Besucher in der hauseigenen Werkstatt Hammer, Bohrer oder Säge in die Hand nehmen. An einem eigenen Würfelspiel wird gewerkelt. In den Winterferien gibt es weitere Workshops für die ganze Familie zu erleben. Das neue Ausstellungsjahr der Galerie Tetero beginnt spektakulär.
Ausgestellt werden Malereien, Skulpturen, Figuren und Plakate des Künstlers Volker Pfüller. Mit seinen Werken hinterlässt er eine unverwechselbare Marke und Bildsprache. Auch die Spätwerke des Künstlers und Bühnenbildners werden in der Galerie zu sehen sein. Er arbeitete unter anderem für das Deutsche Theater Berlin und die Münchner Kammerspiele. Das Literaturhaus Uwe Jonsson in Klütz lädt zu einer literarischen Matinee ein. Unter dem Titel Dorfwahn mit Stadtidioten entführt der Schauspieler Rainer Rudloff mit vollem Körpereinsatz und stimmlicher Wandlungsfähigkeit in dörfliche Welten. Dabei werden die Romane Altes Land von Dörte Hansen und Unterleuchten von Juli C. thematisiert. Es geht um Städter, die aufs Land ziehen und der Dorfbevölkerung mit ihren Empfindlichkeiten mächtig auf den Zeiger gehen. Doch auch die Marotten der Dörfler werden inszeniert. Rudloff, der Schauspieler und Sprechkünstler aus Lübeck, begeistert generationsübergreifend seit vielen Jahren das Publikum. Mit seiner unglaublich wandelbaren Stimme, Gestik und Mimik wechselt er blitzschnell die Rollen. Das Spektakel beginnt am 28. Januar um 11 Uhr. Ihr habt ja so eine extrem hohe Diversität, also an Pflanzen. Was ist, wenn Schädlinge kommen? So? Was passiert dann? Also ihr habt ja, ich weiß gar nicht, 5000 verschiedene Pflanzen, reicht gar nicht, ne? 7000. Und was ist, wenn ihr so einen Schädlingsbefall habt? Wie geht man da vor? Oder hattet ihr schon mal so einen richtigen Worst Case? Ja, natürlich, es gibt immer wieder, es ist ja kein hermetisch geschlossener Raum, auch hier in den Gewächshäusern, ganz klar. Die Schädlinge machen interessanterweise die Jahresrhythmik hier drin mit, wie sie auch draußen verläuft. Also gibt es dann zum Sommer schon Höhepunkte im Schädlingsbefall. Aber man kann kurz sagen, es ist ein Biogarten. Aber ihr kommt hier nicht mit der Chemiekeule? Nein, überhaupt nicht. Also wir verwenden eigentlich keine Chemikalien, auch nicht Dünger, außer für Spezialfälle, wenn mal einzelne Pflanzen irgendwie besondere Nachhilfe bedürfen. Wenn Sie Führung machen mit Schulklassen, was lernen denn die Kinderchen hier? Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen unterwegs ist, da geht es vor allem eigentlich um die Begeisterung. Es geht nicht darum, dass man jetzt möglichst viel Wissen pro Zeiteinheit unterbringt, sondern es geht darum, Verständnis, Interesse zu wecken und die Menschen dafür zu gewinnen. Und dann kommt auch der Rest, nicht? Aber das ist der ganz wichtige erste Schritt, wie überall, mit allem. Das geht ja nicht nur mit Pflanzen so. Und deswegen brauchen wir da auch gute Leute, die das gut mit Kindern können. Weil hier so viel Möglichkeit ist, nur man muss sie erstmal sensibilisieren für die Schönheit, für den Wert, für die Vielfalt der Pflanzen. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen Sie her, egal ob Sommer, Winter, Frühling, was habe ich vergessen, Herbst. Und wenn Sie ein bisschen tropisch haben wollen, tropisches Gefühl und Bananen sich anschauen wollen oder Papaya oder was ist das hier? Sieht auch hübsch aus. Katzenschweif, aber den kann man nicht essen. Den kann man nicht essen, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es eine Bildungsreise wert und entspannt kann man hier auch, egal zu welcher Jahreszeit, wenn nicht gerade draußen 9 Windstärken sind. Dann wünsche ich für die weitere Bildungsarbeit und so im Botanischen Garten Rostock ganz viel Freude, viele nette Besucher oder freudige Besucher. Und einen Tipp habe ich noch, mehr Bänke. Der Botanische Garten braucht mehr Bänke. Wir arbeiten daran. Wird daran gearbeitet. In diesem Sinne, leben Sie Kultur. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.